Ich konnte Sarah ausfindig machen, aber als wir uns auf den Weg zurück zum Turm machen wollten, wurden wir von Rais Männern überwältigt. Ich habe keine Ahnung, was sie mit dem Doktor und mir vorhaben. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dying Light. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Caruso und erstmal Entschuldigung dafür, ich bin etwas erkältet. Aber das wird uns jetzt nicht dran hindern, hier endlich mal weiterzumachen. Sie einsammeln. Gut. So, der soll ruhig in Ruhe die Leute hier killen. Muss ich explodieren? Nein. Ist sie jetzt nicht explodiert, die Sau? Was mache ich denn? Ja, gut. Das ist ein bisschen gewirkt, was gar nicht. Nein. So, knapp, fast an der Hälfte. Ich muss die anderen Zombies loswerden. Ja, komm her.
So, ich brauche einen Plan. Ich glaube, der Plan ist, die Zombies müssen weg, die anderen Infizierten, die Zombies. Es muss noch er da ist. Wie kriege ich das hin? Okay, er rennt irgendwo dagegen und taumelt. Oh, war ich getroffen. Der hier. Steht da noch einer. Ganz kurz schauen, one moment. Ich muss die, glaube ich. Super, ich kann sie reparieren. Kann ich die auch upgraden? Mit was? Ich hab nix. Schade, ich hab nix. Okay. Aber sie ist repariert. Den Rest haben wir gleich weg. Nehmen wir lieber mal auf. Und Entwürfe. Schon interessant, dass man im Kampf das Menü kann. Komm schon, Kollege, komm. So, ich muss zum Rennen zwingen hier. Komm schon. Oh, ich hab mich getroffen. Na, mal arbeite. Muss echt aufpassen. Oh, oh, oh. Was macht denn sowas? Er jumpt nicht mehr. Shit. Oh, Freunde der Nacht. Oh, das gibt's nicht. Boah, das wird ein langer Fight.
echt nicht, wie ich das besser machen soll. Aber Fakt ist, dass ich seinen Rücken treffe. Shit. Ich bin ja schon. Da muss dagegen, irgendwo dagegen jumpen. Also Brust geht auf gar keinen Fall, okay. Wo kommst du jetzt her? Boah. Oh, zu lange. Jetzt gar nicht gerechnet. Jetzt kommen wir, ist mehr die Hälfte vorbei drüber. Na, komm her. Scheiße. Nichts mehr zum Heilen. Sind, wo ich angelegt habe. Alles läuft, ja, das läuft. Das war's. Genau unter mir. Aber ich will machen. Shit! Ich muss kurz gucken, ob ich eine Mullbinde machen kann. Aber Alkohol. Wo waren denn die? Erkältung ist es schon anstrengend. Shit. Schon mal. Boah, weiter wie vorhin. Ich brauche erstmal einen Verband, wo ich da weiter rangehe. Ich glaube, ich was sehe, aber ich sehe gar nichts. Super. Da schickt bestimmt gleich noch welche rein. Wo ist noch Mull? Wo ist er denn? Ah, da ist er. Taumelt ziemlich arg, wenn er dagegen rennt. Gut zu wissen. Okay. Sorry, dass es so lange dauert, aber ich weiß echt sonst nicht. Warum
ich auch immer die aufheben. Kann ich außen rumlaufen? Jawohl, zweimal getroffen. Gut, ich hab bis in die Hälfte ab. Also. Durchsuche nicht gefunden. Okay. Moment. Moment, welche ist denn das dann? Entflammbare? Ich wundere mich jetzt ein bisschen Ruhe. Nix dabei, ich mach null. War nix, Hilfe! Oh! Oh, ich hab die Rüstung gekappt.
so. Aufstehen, du kannst das, ich habe immer noch ein bisschen Panik, dass da schon wieder neue kommen. Wir werden den wohl doch kriegen. Was sind das noch? Eins, zwei Schläge? Ich hab ihn. Scheiße! Tut das weh! Das war recht unterhaltsam. Schade, dass es bei diesem einen Auftritt bleiben wird. Damit zögerst du das Unausweichliche nur hinaus. Aber mach das Beste draus. Es soll nicht heißen, ich würde mich nicht um dich sorgen, Crane. Bastard. Kommen jetzt noch mehr, oder wie? Was? Wir kennen deine Fähigkeiten mittlerweile, Crane. Der DRI sucht seine Agenten gut aus. Oh, Scheiße. Sind die Plattform. Weg mit der Waffe. Die einzig wahre Ordnung der Dinge. Etwas anderes zu behaupten, ist pure Torheit. Darf ich das demonstrieren? Bassam, hörst du mich? Laut und deutlich. Veröffentliche die Datei. Sofort, Boss. Und fertig. Du bist doch irre. Du hast gerade tausende Unschuldige zum Tode verurteilt. Das kommt von deinem bescheuerten Chaos. Du weißt gar nicht, was die Datei enthält, oder? Genau das dachte ich mir. Der GRI will den Virus waffenfähig machen. Nicht ausmerzen. Menschenleben interessieren sie nicht. Nur der Profit. Du hast ihre Regeln und Gesetze befolgt. Und dich zur Marionette machen lassen. Armselig. Das wär's. Erledigt ihn. Jawohl, wie geil. Boah, ihm wurde die Hand abgeschnitten. Doktor, auf geht's. Ich bringe Sie hier raus. Crane, retten Sie die Leute. Sie haben das alles nicht verdient. Dürer, her mit der Fackel.
wartet, ihr Schweine, noch? Erschießt ihn! Auf Wiedersehen, Doktor. Schnappt ihn euch! Lauf! Leider nicht vorhin. Aber ich würde sagen, liebe Freunde, ich mache hier gerade einen ganz bösen Cut. Wie es da weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen ganz tollen Tag, schönen Abend. Bis dahin. Bye, bye.